Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check zu einem neuen Video. Ich hatte euch ja eigentlich versprochen, beziehungsweise intern im Discord, dass ich mich um den Omen GT13-0019NG Gaming PC kümmere. Das Problem an der ganzen Geschichte ist, das Teil, das hat Angaben, wo ich nicht genau weiß, was für Hardware verbaut ist. Sprich, zum Beispiel das Mainboard ist ein OEM-Board und da kann ich euch leider halt nicht sagen, was für Anschlüsse es hat und wie es aufgebaut ist, welche Erweiterungsmöglichkeiten und sowas. Deswegen habe ich den grob nachgestellt, dass ihr ungefähr wisst, wo ihr dran seid. Wir kümmern uns nämlich gleich um einen anderen PC. An dieser Stelle noch ein kleiner Shoutout an meinen Partner CDK Deals. CDK Deals ist eine Plattform, die offizielle Microsoft Keys, Game Keys für Steam, Origin, Uplay und Xbox Prepaid-Karten anbietet. Nehmen wir in diesem Beispiel einen Windows 10 Professional OEM Key, legen ihn in den Warenkorb und bestellen diesen mit meinem Rabattcode PCHK, um 25% Rabatt zu erhalten. In diesem Fall bekommt ihr Windows für unschlagbare 13,57 €. Den Key findet ihr dann in eurem Benutzerkonto und bekommt ihn ebenfalls per Mail zugeschickt. Öffnet dann eure Windows-Einstellungen, navigiert auf der linken Seite zur Aktivierung, tragt den Key ein und schon habt ihr ein offiziell lizenziertes Windows. Wie ihr seht, funktioniert dieser Schlüssel bei meinem eigenen PC anwandfrei. Solltet ihr Probleme haben, bietet CDK Deals eine 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Nur mal zu den Eckdaten. Wir hätten hier einen Intel Core i7-10700K, eine RTX 3080, 16 GB RAM, 1000 GB HDD und 512 GB SSD und eine Wasserkühlung. Auch bei der Wasserkühlung ist nicht ganz klar, von welchem Hersteller sie ist. Das Netzteil ist auch ein OEM-Netzteil. Ich habe es aber mal grob nachgestellt. Der Preis von diesem Gerät ist 1899 €. Wenn ich hier mal so durch die Liste gehe, was ich jetzt einfach mal als Alternative genommen habe, da bin ich bei 2049,47 €. Das heißt, dieses System ist gut soweit vom Preis her. Ihr werdet nicht abgezockt. Wenn ihr also eine Gaming-Maschine haben wollt und ihr wollt euch nicht so um diese Erweiterbarkeit kümmern, beziehungsweise ihr wollt einfach nur das Teil da hinstellen und zocken, dann ist das in Ordnung. Kauft euch das ruhig. Da kann ich auch eine Kaufempfehlung geben. Ich bin ja immer so der Typ, der sagt, zukunftssicher, Erweiterbarkeit und so weiter. Das ist bei dem leider nicht so gegeben. Allerdings macht ihr nicht viel falsch. Wie gesagt, ihr werdet nicht abgezockt. Ihr seid 150 € günstiger. Das Teil kommt fertig zusammengebaut zu euch nach Hause. Deswegen sehe ich da keine große Problematik. Kommen wir jetzt zum eigentlichen System. Wir haben hier wieder CSL und zwar den PC CSL Sprint 5890 Ryzen 5 für 1249 €. Wie immer kommen wir zuerst zu dem Bild. Das Bild ist nicht fake. Die Sache ist die, dieses Gehäuse ist jetzt direkt von CSL. Man sieht es hier oben auch auf diesem Aufdruck. Es kann gut sein, dass die diese beiden Lüfter wirklich verbauen, denn bei dem normalen Gehäuse ist der Frontlüfter nicht vorhanden und der Hecklüfter ist einfach nur einer ohne RGB-Beleuchtung. In dem Fall habt ihr 220 mm Lüfter mit RGB. Kann gut sein, dass CSL dieses Gehäuse dann auch so herstellt. Der Rest, man sieht sowieso nicht sonderlich viel, ist aber nicht fake. Der Lüfter hier, der stimmt auf jeden Fall, den habe ich nochmal verglichen. Und dann kommen wir jetzt mal zu den technischen Daten. Betriebssystem ist keins vorhanden, das ist aber jetzt kein großes Problem. Ihr könnt euch zum Beispiel einen Key bei meinem Partner CDK Deals kaufen und dann mit einem USB-Stick Windows installieren. Den USB-Stick macht ihr euch über das Media Creation Tool von Microsoft fertig. Das geht ganz einfach. Ihr ladet das runter, steckt einen USB-Stick rein, dann sagt ihr, welche Version ihr haben wollt und der macht euch den Stick bootable und das funktioniert wunderbar. Software ist auch keine Auswahl. Der Prozessor ist ein AMD Ryzen 5 5600X 6x3700 MHz. Hier ist er auch schon, ja, ich weiß, ihr seht die anderen Videos waren meistens auch. Herzlich willkommen an alle Neuen hier, deswegen sage ich es auch immer wieder neu, was ich sonst in den anderen Videos immer nachplapper. Es ist einfach so, der hat eine TDP von 65 Watt, das ist nicht sehr viel, deswegen reicht da auch ein Luftkühler. Ihr könnt natürlich eine Wasserkühlung verbauen, das schadet auf jeden Fall nicht, aber für dieses System reicht der Luftkühler, der dabei ist, natürlich völlig aus. Er unterstützt offiziell 3200 MHz RAM, ihr könnt auch 3600er verbauen oder gar 4000er, aber der 4000er ist viel zu teuer. 3,6er reicht auf jeden Fall, kostet dann ungefähr 15 € mehr, je nachdem. Alles in allem guter Prozessor zum Zocken. Wenn ihr streamen wollt, das wollen ja nicht alle, aber wenn ihr streamen wollt, würde ich euch zu einem 5800X raten, weil OBS lastet schon gut Kerne aus und wenn ihr jetzt ein Spiel habt, was sehr prozessorlastig ist, dann habt ihr da ein bisschen Probleme mit dem 5600er. Alles in allem kostet das Teil 262 € bei Mindfactory. Der Prozessor Kühler ist ein Deepcool Gamax C40. Hier ist er auch schon, ist ein ganz rudimentärer Lüfter, hat 130 Watt TDP, sprich er wäre in der Lage, diese 65 Watt vom Prozessor zweimal abzuführen. Das heißt, er reicht erstmal aus. Wie gesagt, ich bin immer so der Fan von der Wasserkühlung, muss aber bei dem 5600er auf jeden Fall nicht sein. Kostet 24,90 € bei HiQ24 und packen wir so in den Warenkorb. Als Grafikkarte haben wir eine Nvidia GeForce RTX 3060 12 GB. Die ist hier mit zwei Lüfter-Design drin. Das hat auch einen Grund, da kommen wir gleich noch zu. Hier haben wir sie. Ich habe in dem Fall auch eine mit zwei Lüfter-Design genommen von Palit. Kostet 579 € über Mindfactory. Als Mainboard haben wir ein Asus Prime B450M-A2.
Ja, es ist kein besonders großes oder hübsches Mainboard. Es hat hier gekühlte Spannungswandler, hier oben leider nicht. Hier haben wir 4 RAM-Bänke, hier kommt die Grafikkarte rein. Dieser Slot wird wahrscheinlich verdeckt von der Grafikkarte und hier könntet ihr dann noch erweitern, zum Beispiel mit einer Capture Card. Das war's dann aber auch schon. Ihr habt hier noch einen M.2-Slot. Also was Erweiterbarkeit angeht, ist es bei diesem Board nicht gegeben. Wer jetzt natürlich auch ein System haben möchte, sich das einfach hinstellt und darauf scheißt, auf gut Deutsch gesagt, dem kann das auch egal sein, dass es jetzt kein großes ATX-Board ist, sondern nur ein Micro-ATX. Was die Geschwindigkeit angeht, habt ihr da keine großen Nachteile. Ich bin immer der Fan von den ATX-Boards, das heißt, ihr könnt hinterher noch eine USB, eine WLAN-Karte oder sonst irgendwas verbauen. Und in Anschlüssen haben wir einen Mikrofonanschluss, einen Kopfhöreranschluss und Line-In, Netzwerk, 4x USB 3.0, 2x USB 3.1, P/2-Anschluss, HDMI, DVI und VGA. Die werdet ihr alle nicht benutzen, weil dieser Prozessor keine integrierte Grafikeinheit hat. Wenn ihr zum Beispiel einen Ryzen 5700G nehmen würdet, dann könntet ihr darüber auch ein Bild ziehen. Ist natürlich nicht ratsam, wenn ihr sowieso eine dedizierte Grafikkarte habt. Ist aber zum Beispiel gut für Bürorechner und da gehört dieses Board aber auch hin, weil das halt Micro-ATX ist. Hat so die grundlegenden Anschlüsse zum Zocken, finde ich persönlich nicht so mein Fall. Kostet 64,50 Euro bei Reichelt, packen wir so einen Warenkorb. Als Arbeitsspeicher haben wir 16 GB DDR4 RAM Dual Channel, 2x 8 GB, sehr wichtig, 3200 MHz Kingston HyperX Fury Black Series. Alles in allem betreiben sie diesen Rechner natürlich in der Spezifikation des Prozessors, der sagt ja auch 3200 MHz, es wäre auch 3600er gegangen, finde ich ein bisschen schade, dass sie es nicht verbaut haben, weil der kostet jetzt nicht wesentlich mehr. Ob ihr es geschwindigkeitstechnisch natürlich merkt, ist es so eine Sache, wenn ihr jetzt rendert oder streamt, da merkt man es schon so ein bisschen, beim Zocken wahrscheinlich nicht. Kostet 79,77 Euro bei Mindfactory. Dazu sei noch gesagt, 16 GB ist in dieser Preisspanne völlig in Ordnung. Als Festplatte haben wir eine 500 GB M.2 PCI Express SSD Kingston A2000. Ja, ihr kennt es ja schon. Wir nehmen entweder die NVA1, die Crucial P1 oder so eine Kingston. Das sind so die grundlegenden SSDs. Hat eine Lese- und Schreibrate von um die 2 GB die Sekunde. Reicht also auch völlig aus. Bei 500 GB müsst ihr euch natürlich überlegen, ob ihr irgendwann erweitert. Weil wenn ihr jetzt Windows und alles installiert habt, dann bleiben euch, sagen wir mal, noch bummelig 430 GB übrig. Und da kommt dann noch Discord drauf und die Treiber und die Spiele. Wenn ihr jetzt, sagen wir mal, Call of Duty und noch ein paar andere große Spiele, wie zum Beispiel ARK installiert, dann wird es irgendwann knapp. Dann müsst ihr hinterher vielleicht mit einer 2,5 Zoll SSD erweitern oder auch eine HDD, 3,5 Zoll, auch kein Problem. Kostet 44,99 Euro bei Amazon. Weitere Festplatten SSD, M.2 SSD sind hier nicht vorhanden. Das Gehäuse ist ein CSL Matrix Window. Hier haben wir es auch schon. Wie ich eben schon sagte, Lüfter vorne ist optional. Das heißt, er ist nicht mit dabei. Es kann gut sein, dass CSL von Grund auf einen verbaut. Der hinten, der ist natürlich vorhanden. Ob der bei CSL beleuchtet ist, hier ist er nämlich nicht beleuchtet, kann ich euch leider nicht sagen. Ich habe das System ja nicht hier zu Hause stehen. Und jetzt zu der Thematik mit der Grafikkarte. Wenn ihr natürlich so ein Gehäuse habt, dann kommt hier das Mainboard rein und hier zwischen diesen beiden Schrauben liegt meistens der PCI Express Slot und wenn die Grafikkarte hier eingebaut wird, könnt ihr nur eine mit 2 Lüfter Design nehmen. Denn wenn ihr jetzt eine Grafikkarte habt, die, sag ich mal, über 260 mm hinausgeht, dann stößt die hier vorne an den Festplattenkäfig an. Ich habe sogar schon Gehäuse gesehen, nicht von Fertigherstellern, sondern bei irgendwelchen Kunden, die haben dieses Blech dann einfach mit einer Kneifzange weggeschnitten. Weil es halt gestört hat, weil die Grafikkarte nicht reingepasst hat. Deswegen wirklich zukunftsweisend ist dieses Gehäuse nicht. Es reicht natürlich völlig aus für euer System. Ansonsten haben wir hier oben noch 2 USB-Ports, Kopfhörer und Mikrofonanschluss, einen Reset-Knopf und einen Anknopf. Also wirklich nichts Besonderes. Qualitativ sieht es jetzt allein schon auf den Bildern nicht so toll aus, wenn ich mir oben die Kante so angucke. Naja, kostet 27,40 Euro bei Equipper und packen wir so in den Warenkorb. Als Netzteil haben wir einen 500 Watt Boostbox China Böller Power Boost 82% Effizienz, Bronze zertifiziert. Das mit dem China-Böller habe ich natürlich dabei gedichtet. Ich finde diese Netzteile einfach nicht gut. Mich sprechen sie qualitativ nicht an. Das sagt mir auch schon die Herstellergarantie von einem Jahr. Bei diesem System ist es natürlich so, ihr kriegt 2 Jahre Garantie. Sprich, raucht das ab, kriegt ihr trotzdem Neues. Ist aber trotzdem nicht schön. Würde auf jeden Fall was anderes reinkonfigurieren, aber für dieses System reicht es leistungstechnisch erstmal aus. Das Problem an der ganzen Geschichte, ihr seht es schon, derzeit keine Angebote. Deswegen war ich jetzt mal so nett und habe einen 600 Watt genommen, auch von Boostbox, ungefähr baugleich. Da haben wir nämlich auch einen Preis. Dieser Sprung von 500 auf 600 Watt sind ungefähr 10 Euro. Das macht den Braten jetzt nicht fett beim Endpreis. Zudem sei alles gesagt, 59,90 Euro bei CSL und packen wir so in den Warenkorb. Ansonsten, WLAN hat dieses Gerät nicht, 24 Monate Herstellergarantie, habe ich ja eben schon angesprochen, Netzwerkkarten onboard, Sound onboard, kein TV-Stick, ich weiß auch nicht, wer eine TV-Karte heute noch einbaut. Andere Erweiterungskarten sind auch nicht vorhanden, alles andere ist auch keine Auswahl. Und dann sind wir auch schon beim Endergebnis, hier haben wir die SSD, hier ist der Prozessor, hier ist der RAM, Grafikkarte, das Mainboard, der Lüfter, den ich jetzt noch zusätzlich für die Front genommen habe, weil er ja beim Grundgehäuse nicht dabei ist, der CPU-Kühler, das Gehäuse und das Netzteil, und da kommen wir auf den Gesamtpreis von 1.153,45 Euro. Das System soll kosten.
1249. Also knapp 100 Euro fürs Zusammenbauen, was noch völlig im Rahmen ist. Ich sage ja immer wieder, bis 150 ist das in Ordnung. Alles, was danach kommt, kann man sich auch bei Mindfactory zusammenstellen lassen. Kommt natürlich immer ein bisschen darauf an, wie aufwendig so ein System ist. Wenn ihr jetzt anfangt mit Wasserkühlung, RGB-Beleuchtung, Verkabelung, das ist immer ein bisschen aufwendiger. Da ist das auch meistens ein bisschen teurer. Aber ich kann von den technischen Daten her sagen, das System ist okay für den Preis. Ich würde euch aber wirklich empfehlen, eventuell ein großes Mainboard zu nehmen und ein anderes Netzteil. Das würde ich persönlich jetzt so machen, hätte ich die Wahl. Ihr werdet mit diesem System natürlich erstmal glücklich sein. Ihr bekommt das nach Hause, es ist fertig zusammengebaut, ihr müsst noch Windows installieren. Klar, ihr könnt es natürlich auch hier einfach auswählen, dann wird er aber wieder ein bisschen teurer. Aber alles in allem, es ist jetzt keine Abzocke. Ich hätte aber einiges anders gemacht. Wie gesagt, das Mainboard und das Netzteil. Jetzt haben wir natürlich diese Thematik. Scheinbar passen große ATX-Boards nicht in dieses Gehäuse rein. Denn klicke ich jetzt zum Beispiel auf ein Mainboard, was ich euch auch empfehlen würde, wie zum Beispiel das Asus TUF B550 Plus Gaming Wi-Fi, dann sagt mir der Konfigurator, dass das nicht in dieses Gehäuse reinpasst. Für dieses Mainboard ist ein größeres Gehäuse erforderlich. Aufrüstungsvorschlag, Deepcool, Tesseract Blau. Das machen wir jetzt einfach mal so. Also nehmt ein größeres Gehäuse. Ihr werdet es ja auch im Konfigurator sehen. Sobald ihr irgendwas umstellt, wird er euch auch warnen. Das finde ich auch sehr gut. Und wenn wir jetzt noch zu den Netzteilen gehen, würde ich euch zumindest ein 600 Watt Be Quiet System Power B9 oder eben ein Pure Power mit 600 Watt empfehlen. Die Pure Power, die sind noch mal ein bisschen leistungsstärker und spannungsstabiler. Bei der Konstellation ist es natürlich jetzt nicht nötig. Wollt ihr aber später irgendwann ein bisschen aufrüsten, zum Beispiel die Grafikkarte, wäre schon gut, wenn ihr noch ein bisschen Puffer habt, das Netzteil auch einige Lastspitzen dann ab kann. Dann kostet die ganze Nummer natürlich schon 150 Euro mehr. Ich würde euch aber echt empfehlen, das noch zu investieren. Dann habt ihr länger was davon, vor allen Dingen bei einem größeren Gehäuse. Ich finde das persönlich auch viel schicker. Aber da ist euch ja freie Hand gelassen. Das, was ihr mögt, könnt ihr konfigurieren und dann habt ihr auch für die Zukunft ein gutes System. Also, Fazit, das System ist auf jeden Fall nicht zu teuer. Ändert noch ein paar Klamotten, dann habt ihr was Schönes da stehen. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Lasst ein Däumchen nach oben da. Abonniert den Kanal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.